Mein Name ist Corinna Peetz. Ich bin die Chefärztin der Abteilung für Onkologie, Hämatologie und Blutstammzelltransplantation. Und heute ist der 4. Februar. Und viele von Ihnen werden denken, es ist ein ganz normaler Tag. Für uns ist es aber etwas ganz anderes als ein normaler Tag. Denn heute ist der Weltkrebstag. Und den begehen wir nicht nur zum ersten Mal, sondern mittlerweile zum 21. Mal. Im Jahr 2000 ist durch die Weltkrebsorganisation dieser Tag ins Leben gerufen worden. Und warum? Weil Krebserkrankungen nach wie vor ein Tabuthema sind, weil Krebserkrankungen Angst machen. Und wir gehen in die Öffentlichkeit seit nunmehr 21 Jahren, um Krebs publik zu machen, um zu erläutern, was für Möglichkeiten gerade wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Nicht nur in der Vorsorge. Denken Sie an Gebärmutterhalskrebs, denken Sie an Brustkrebs, denken Sie an Prostatakrebs. Die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die wir mittlerweile haben, um den Krebs, wenn wir ihn erkennen, in einem frühen Stadium zu erkennen. Aber auch in den fortgeschrittenen Stadien. Die Entwicklung ist rasant in den letzten 2 Jahrzehnten gewesen. Immuntherapie, Chemotherapie, Hochdosis-Chemotherapien. All das sind unsere Möglichkeiten. Und für uns ist es kein Tabuthema und das darf es auch nicht sein. 500.000 Menschen im Jahr erkranken allein in Deutschland an Krebs. Und Sie wissen vielleicht, dass wir den Weltkrebstag sonst immer mit der Krebsberatungsstelle, der psychosozialen Beratungsstelle hier in Osnabrück begangen haben. Und das ist jetzt nicht möglich und trotzdem ist es wichtig, auch auf diesem Forum, sei es nicht mit einer Präsenzveranstaltung, über Krebs zu sprechen. Denn es ist nicht nur eine medizinische Aufgabe. Krebs betrifft den ganzen Patienten und Krebs betrifft auch ihr gesamtes Umfeld. Und die Medizin arbeitet ganz eng zusammen mit sozialen Belangen, die sie natürlich beschäftigen. Jedem Krebspatienten reißt eine Krebserkrankung zunächst den Boden unter den Füßen weg. Und umso wichtiger ist es, dass wir sie in einem Team kompetent behandeln. Medizinisch, sozial und auch psychoonkologisch. Corona hat viel bei uns bewirkt. Aber Corona hat es nicht geschafft, dass wir nicht über Krebs reden. Dann reden wir jetzt nicht präsent, aber zumindest auf diesem Medium, wie zum Beispiel dem Facebook-Medium. Und wir werden sehen, dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder alle zusammen auch sprechen können. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für Sie und für uns gemeinsam im Team weiter so zu agieren, wie wir es jetzt gerade tun.